Recht herzlich willkommen zur 166. Folge von Simotrans. Ja, wir müssen zwei Bushaltestellen bauen. Eine hier und eine in Lauter war das. Da müssen wir gerade gucken, wo wir da hin müssen. Die Straße einmal ausgewählt. Und ja, wir haben ja hier. Würde, glaube, funktionieren, oder? Eins, zwei, drei sollte reichen. Die Bushaltestelle ist das. Okay, wir müssen einen tiefer, weil wir wissen nicht, was dahin kommt. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Kreuzung hin. Dann ist das schon passend. Und dann nochmal die Bushaltestelle. Ne? Zack. Dann ist das zu. Und dann nehmen wir noch den Postkasten dazu, den wir dann... Ja, da oder da einstellen, ne? Das ist jetzt die Frage. Ich mach's so. Ist auf jeden Fall abgedeckt. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir noch eine Linie ändern. Da müssen wir jetzt mal schauen. Warte mal, das können wir zumachen. Wir gucken mal kurz hier in die Bushaltestelle und sehen dann, dass das Adenau Süd ist. Das ist die Frage, wie viel geht in Adenau Süd schon zu? Das Rathaus ist die Basis. 1, 2, 3 oder A, B, C, D. Ich glaube, einer geht noch. Und dieser Bus, der fährt hier leer. Den kontrollieren wir doch mal gerade, ob der immer leer fährt. Also wir ändern diese Linie also noch zu Adenau Sattlerstraße und hängen dann das Rathaus nochmal hinzu. Das war hier unten. Und das haben wir. Und dann machen wir hier oben noch diesen Halt. Und dann sollte es passend wieder sein hier. Ah, der ist jetzt voll, ne? Wie viele Leute stehen denn da in Adenau? Ja, es sind reichlich Leute in Adenau, aber hä? Der fährt 440 Miese, der 280 und der 2300. So ganz rechnet sich das nicht, ne? Ich nehme mal den zweiten auch noch rein. Schieb die mal hier ganz unten hin und guck die mir im Laufe des Spiels nochmal an. 400, 2400, sagen wir mal. So, gehen dann in die Karte, um Lauter auszuwählen. Das war ja hier. Und hier oben ist auch schon der Punkt. Da müssen wir auch gucken, wer wohin fährt. Also Details. Das ist die Linie West in diesem Fall. Lauter. Sonnenwindgasse ist der Wechselplatz. Das ist A, B, C, D. Ja, da können wir auch noch einen dazu machen, ne? Das bedeutet, wir müssen aber erst diese schicke Bushaltestelle bauen. Also hier wieder. Und dann werden wir mal gerade die Abdeckung checken, weil irgendwie könnte es sein. Das würde da passen, ne? Da geht's. Geht es dahin? Nee, das ist ja schräge, deswegen geht's nicht. Das heißt, wir müssen das da setzen. Wir müssen dann bei dem Postkasten auch noch irgendwo hin haben, ne? Das ist jetzt die Frage. Wie basteln wir das? Also die ist hier, die Bushaltestelle. Das würde bedeuten, eigentlich müsste die dahin. Liegt eigentlich alles schlecht, ne? Also die Bushaltestelle setzen wir mal definitiv dahin und müssen dann aber Straße noch umbauen. Können wir so machen und setzen daneben den Postkasten hin. Ist jetzt zwar in die andere Richtung.
Aber ich glaube, das ist schon okay. So, irgendwann werden wir das auch dann, wenn nötig ist, hier noch was zu machen, dann kriegen wir das auch noch hin. So, gebaut ist. Linie ändern. Kugelweg. Wir müssen zur Sonnenwendgasse. Das ist da. Und dann zur Veilchenstraße. Passt. Können wir schließen. Haben wir erledigt. Haben wir erledigt. Hier unten von 400 und 2400 sind wir ins Miese am Laufen weiter. Ja. Das kann zu. Das kann zu. Und ich gehe jetzt mal hier rein. Weil der sowieso hier gerade beim Rathaus ist und öffne mir mal die Rathausstelle. Und die meisten, die hier fahren, wollen zur Paulostraße. Und der Rest ist eher weniger. Das heißt, wir machen mal den zweiten Bus hier zur Paulostraße eine Extralinie. Neue Linie. Ostdeutsches Rathaus zur Paulostraße, die hier ist. Und schließen das und nennen das Stadtbus Adenau. Haben wir Adenau? Ne, das U ist nicht richtig gedrückt. Rathaus. Haus Paulus Straße. Punkt. Passt. Und der hier kriegt gerade nicht laden. Bringt den einen noch bitte weg. Und dann kriegt er den neuen Fahrplan, ne? Und da müssen wir da auch noch nachher gucken, ob das richtig so ist. Das mit der Prolo-Straße auf Dauer so klappt. So, er hat keinen mehr, kann also jetzt auf die Rathaus-Paulo-Straße-Geschichte und darf wieder laden. So, dann müsste er eigentlich hier wieder ein paar mehr Gäste kriegen und vielleicht auch mal irgendwann Plus fahren. Hier die Sattlerstraße. Der Jupiterweg, ne? Müsste man überlegen, ob man noch einen nachher mit reinnimmt, aber jetzt wird natürlich die Paulusstraße, die auch nicht weit weg ist, ganz schnell bearbeitet, ne? Die macht er ganz schnell fertig jetzt hier. 32 zurück. Die sind gleich in 4 Runden sind die gleich leer, ne? Aber wir haben hier Radolfzell-Lilienthalstraße noch drinne stehen. Wo ist denn die? Radolfzell-Lilienthal. Achso, die wollten dahin, alles klar, oder? Über Radolfzell, ne? Also wenn ist es hier die Paulostraße, ist jetzt nur mit 86 und dann ist noch die Sattlerstraße. Jetzt bringt er 10 zurück. Er hat ja einiges an Fahrgästen auch auf dem Rückweg, ne? Wir müssten aber aus der anderen Linie dann natürlich auch die rausnehmen, fällt mir gerade so ein. Das würde Sinn machen, ne? Ist ja auch hier jetzt drinne. Paulostraße. Ne, da müssen wir nicht draufklicken, wir müssen Linie ändern machen. Und da die Paulostraße einmal löschen. Und dann natürlich auch das Rathaus einmal da rausnehmen. Ne? So, dann sollte das nicht mehr genutzt werden. Und der sollte das jetzt nutzen. Und die haben natürlich jetzt nicht mehr so viele, nur noch 41, die jetzt auch weg sind. Ne? Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Paulostraße ist jetzt wieder abgearbeitet.
Ja, lohnt sich eigentlich gar nicht, wenn man jetzt mal so guckt, ne? Wann kommt denn hier die Paulusstraße wieder? Gar nicht. Er hat jetzt nicht mehr die Masse an Fahrgästen. Fährt jetzt wahrscheinlich mal mit einem zurück. Das bedeutet, das war alles Murks. Wir gehen wieder auf die Südlinie. Und gehen die Linie ändern. Und gehen hier nochmal, wo ist er? In den Rhein. In den Rhein. Oststraße, Rathaus, Paulusstraße. Fertig. Fängt ihr dann wieder mit dem Rathaus an, ne? Ja. Und bedeutet der nicht laden. Und jetzt ist er schon da. Jetzt kann er auch zum Depot fahren, weil den lassen wir dann weg. Weil das bringt ja nichts, ne? Jetzt muss man nur höchstens noch gucken. Weil er hatte relativ viele von der Paulusstraße wieder zurück, ne? Das sind 9, aber das kann sich ja bis 8, nee, 46, glaube ich, stauen. Und dann kommt der andere Bus, ja. Also vielleicht war das jetzt keine schlechte Entscheidung, einmal die alle wegzuholen, damit die nicht sauer wieder von der Bushaltestelle weggehen. Das war vielleicht okay. Und dann muss man das weiter beobachten. Ich glaube, das wird schon werden. Das ist jetzt der normale Bus 559. Ja, ist so. Ich denke, das können wir ja abschließen. Dann haben wir das Thema durch hier. Und dann gehen wir nochmal nach Adenau, Lauter und gucken uns das hier nochmal an. Was macht denn diese Bushaltestelle? Da steht auch schön einer dran. Ne? Das ist doch auch prima, ne? Karte machen wir gerade zu. Und gucken hier rein. Ja, das sind alles gemächliche Sachen. Das ist hier eine Sache, die ganz gut ist. Da ist gerade noch der Zug gekommen, glaube ich. Jetzt müssen wir gerade noch den zweiten abwarten, der in die andere Richtung fährt. Dann nimmt nämlich, glaube ich, noch welche mit, ne? Weil da fährt ja noch eine Bushaltestelle, eine Bahnhaltestelle, im Bahnhof weiter. Hat aber auch welche gebracht, sehen wir gerade, ne? 17 fahren bis da hinten hin da noch. Aber er fährt schwarze Zahlen und das ist gut. Der ist angekommen, alles ist gut. Ja, dann ist das erstmal durch. Hier unten ist nichts. Hier sieht alles soweit gut aus, da auch. Ja, hier sind die Bahnlinien, da wächst sowieso nichts drüber, oder wie war das? Das ist schade. Also hier ist alles gut. Sondershausen war auch nichts mehr. Also wir gucken jetzt mal nochmal wieder durch. Floto dann. Ist auch nichts. Floto ist alles okay. Hier hinten ist bei Waldeck auch alles super. Sieht abgedeckt aus. Die Straße hat sich, glaube ich, noch um einen erweitert, ist aber auch abgedeckt. Dann gehen wir hier oben hin nach Riedenburg. Hier ist alles gut. Alles abgedeckt. Hier sowieso. Und dann gehen wir hier nochmal vorbeischauen. Aber hier ist es sowieso mit Ausbauen immer etwas knapper. Hier oben sind wir noch ein ganzes Stück weiter. Und hier unten ist auch alles gut. Durch die Gleise sind die natürlich hier eingeschränkt, ne? Das muss man ganz klar sagen, ne? Da wachsen die Städte halt leider nicht so, wie man sich das vorstellt. Da fährt noch ein Zug lang. Da ist schon die Karte zu Ende. Wir müssen noch ein bisschen tiefer, ne? Hier ist alles gut. Ja. Und hier unten war ja auch frisch gemacht, oder?
Obwohl man weiß ja nie, kann ja immer schnell noch so ein Ställchen sich da machen, ne? Alles toppi. Wie man hier sieht, das ist knapp daneben, ne? Das kann ganz schnell gehen, dass da noch was zukommt. Ja. Passt alles soweit. Hammer, würde ich sagen. Sind wir erstmal wieder da ganz gut unterwegs. Ich denke, in der nächsten Folge gucken wir uns dann mal die Zahlen der Busse an, die da sind. Ich glaube, wir sind ja auch durch alle Städte durch gewesen. Da sehen wir dann auch noch dann notfalls, dass wir Linien umgestaltet haben. Und ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo habt, wenn ihr es nicht schon habt. Dann Daumen hoch für die Folge, falls es euch gefallen hat. Und macht euch die Glocke an, damit ihr die nächste Folge mitkriegt, die ich hochlade. Bis dann. Tschüss.